Und der Counter steigt. Tja. Was muss ich noch mal dort hochkrauxen? Der Kampf der Titanen. Wo muss ich nach Nordstürzen? Norden fahren, ne? Jo. Ja. Mit der Eva Maria, ne? Kann ich auch hinlaufen. Er ist gut zu Fuß. Genau. Ich halte lieber meinen Mund. Dann ist doch gleich wieder richtig gestellt. So, 1, 2, 3, zack, zack. Na, ah, Enrico, du weißt nicht den Befehl, ne? Wie ich das mache. Hey. Ja, hast du ja bestimmt rauskopiert. Nee. Naja. Man muss ja auch nicht mal alles wissen, nicht? Korrekt. Achtung, bitte jetzt nicht die Leiter in Richtung Cedric benutzen. Doch. Das könnte sonst tödlich enden. Tja. Wir stehen alle auf den Tod. So, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Genau, zack, zack. Ja, wo sind denn die Leitern hin? Die ja, hat hier Nordpil den orangen Saft ausgekippt. Ja, dann musst du vielleicht. Das ist Teppich. Ja, ja, aber warum? Ja. Dass die Gäste zum Baustelle finden. Da kannst du nicht mal wirklich was reinbauen, oder? Delfino? Oh. Geflogen. Ja, wo sind denn jetzt die Leitern, Defino? Wo sind jetzt die Leitern? Ich brauch Leitern. Oben? Oben in der Kiste waren Leitern. Oder sind die auch schon wieder verbaut? Ganz oben? Mir sind die eben runtergefallen, ganz oben? Ich dachte... Ich hab keine Leitern. Wenn du die runterschmeißt... Die unten sind Leitern. Also von mir aus gesehen jetzt unten, also oben. Dann sind die bestimmt wieder unsichtbar in meinem Inventar. Nee, die hab ich im Inventar. Waren das 53? Die sind ja jetzt wieder hochgeflogen, das geht doch gar nicht. Doch, die sind in der Truhe gewesen. Oben in der Truhe, wie der Finosaur. Ich habe eben ein Stück Leiter abgebaut. Ach so, du hast ihn abgebaut. Ich hatte gerade 53 im Inventar. Ich reiß die Leiter schon wieder ab. Ja, ich muss da kurz was für mein Apartment korrigieren. Ah ja. Ah ja? Für sein Apartment musste er die Leitern abreißen. Ist aber alles schon wieder da. Mir fehlt eben nur ein Leiterstück. Und also hier fehlen zwei Leiterstücke. Ach, darum ist das hier so dunkel. Hier hat jemand falsch gebaut. Ah, ja, ne, ich habe dich ja vor uns die ganze Zeit gefragt, wie ich das machen soll. Kam aber keine einzige Antwort. Doch, kam eine Antwort. Ja, dann habe ich sie nicht mitbekommen, weil war zu laut. Und da hat er einen Cleanstone verbaut in der einen Ecke. Soll er noch was essen? Aber wenn ich das noch breiter baue, Cedric, dann, ja. Ich bin eine Etage weiter oben und da ist ein breiter eigentlich besser als ein enger. Vor allen Dingen, ach, hast du hier deine Wohnung oder wie? Ja, eins drunter. Einfach mal nach unten kommen. Also mit diese, bei den Zwischenetagen kannst du eigentlich gar nichts machen. Ja, hier. Die sind ein Block breit. Da kriegst du nicht mal was rein. Dir ist die Wohnung ist hier sinnlos. Ja, ja, aber ich habe mir doch die Etage rausgesucht. Ja, du hast mehrere Etagen. Ich hab gedacht, die hier Etage. Also mir reicht das aus an Platz. Ich brauche nicht so viel Platz. Okay. Weil da ist der Leiterschacht nämlich blöd. Ja, und das hatte ich dir vom Gericht nicht machen sollen. Hä? Vor uns, bevor ich mit Tomcat... Ja, ich meine aber das hier oben. Weil das dann blöd aussieht mit der Außenmauer. Das hatte ich gemeint. Meinst du mit meinem Glas hier so? Nein, oben! Mensch. Ach so, jetzt, ja. Ah. Das wird testen, noch mehr Leitern. Ja, und die andere Etage. Warum ist denn hier oben Fichtenholz? Ja, da ist doch in der Mitte schon eine Leiter, da kommt die wieder weg. Warum ist denn hier oben Fichtenholz? Fichtenholz, wo? Hier außen Fichtenholz. Moment, ich komme mal. Soll aber hier nicht hin. Was macht Ach, das? Ja. Ja, was gehört dann hin? Und das bleibt ja eigentlich frei hier, deswegen.
Deswegen sage ich ja, dass es zu eng ist dort. Ja, aber du hast ja die ganzen Etagen so gebohrt. Ja, aber das Fichtenholz war dann noch nicht da vor einer Stunde. Ja, ich hab da ja mein Apartment. Du hast ja gesagt, wir sollen uns an unsere Apartments machen. Da ja, habe ich ja gefragt, gab es mit dem Glas. Ja, aber nur innen und nicht nach außen bauen. Außen ist ja vorgegeben, das Holz. Korrekt. Ja, was heißt das Holz hier? Der Stein hier ist außen. Er muss außen sein. Deswegen, okay, das heißt, ich muss noch eins nach innen, okay. Deswegen sagte ich, dass es ein bisschen eng wird. Ja, das ist... Ich gehe wieder runter. Ja, ich hatte mich halt an die ich darunter liegende Etage orientiert, aber hallo. Gut. Immer schnell die Harzeiche. Mhm. Schmeiß mal rüber. Dürfte es ja eigentlich funktionieren. Ja, eigentlich gefiel mir das ganz gut so. Ich hatte mir von der Etage rausgesucht. Oh, danke. So. Das sieht dann ja irgendwie blöd aus im Endresultat. Aber innen, da ist so eng, da kannst du eh nichts mehr einrichten. Da kannst du dich nicht einmal bewegen, richtig. Boah, bewegen geht eigentlich schon ganz gut. Gut, ich habe ja schließlich zwei Etagen mir eingebaut. Ja, aber die Breite ist halt teilweise, das habe ich gemeint. Ja, aber das meinte ich ja damit, dass ich nicht so viel Platz brauche. Kannst doch eine Kuppelhälfte haben hier. So eine halbe Hälfte. Das heißt, erst wenn ich jetzt eine Etage, das hier ändern würde, oder eine Etage nach unten gehen, müsste ich keine Fenster bauen. Also was ist das denn? Ach, eine Kontrolle. Korrekt, na super. So. Ich habe nichts gesagt, Enrico. Nichts zu sagen. Habe ich jetzt verstanden, ja. Okay. Ich habe gerade nur gesagt, du kannst auch eine halbe Hälfte bekommen. Von der Kuppel, von der Unterkuppel. Von der Unterkuppel, ja, dann nehme ich halt das so, ja. Ah, ist nur schade, weil ich das mir alles so schön schon gedacht hatte. Naja, gut. Zack und zack. Bin mal kurz weg. Jo. Okay. Dann Betten mangelt's bei dir ja nicht, wa? An jeder Ecke steht ein Bett in deiner Stadt. Ja. Wenn ich mal keins auf Tasche habe, kann ich da schnell schlafen gehen. Jetzt 20 anderen, die du findest. Ja, das ist praktisch. So sollte es eigentlich sein. So ein Synonym wie bei E-Räumen mit den Kisten. Überall findest du welche. Genau, ein Zeichen der Zivilisation, ein Bett. Au! Was ist jetzt los? Was ist passiert? Du so kleiner Wicht hier. Der hat immer so geknurrt. Ah, der Zombinator. Oh, ist der hart. Guten Tag. Nö. So. Habe ich ihn erledigt. Bin wieder da. Nö. Guten Cedric, Rutsch. Aber ich hab gerade das Glas abgerissen. Ich habe doch eigentlich auf den Außenmauern gebaut. Kleinen Moment. Da ist Außenmauer. Und dahinter auch. Ich habe eigentlich komplett richtig gebaut. Musste aber immer von oben gucken, nicht von unten. Immer nach oben gucken. Weil oben wird's dünner. Wie gesagt, wir sollen auf den Außenmauern bauen. Aber oben wird's dünner. Musst immer oben anstoßen. Ja, quasi. Musst oben anstoßen, nicht unten. Deswegen. Das heißt, dass es nach oben immer enger wird, oder wie? Richtig. Korrekt. Darum habe ich ja gemeint, dass dann der Platz immer weniger wird. Okay. Ja, gut. Dann baue ich mich unterm Fernsehturm bei euch ein. Jo. Könnt ihr euch schon die Hälften teilen? Der Mechanik da ist viel Platz. Ich auch. Da höre ich jetzt mal auf, oben zu bauen, da fange ich jetzt mal an unten. Ah, jetzt fangt jetzt wieder an. Der Bettenklau. Ja. Ja. Na, da
wieder Bett geklaut. Nein, ich hab's nur verwechselt. Nein. So nennt man das heute. Ganz schlimmer. Ich wollte mir leid, nicht, wenn mir jetzt gerade nicht nach Straßen zumute. Tut mir echt leid. Was los? Drei in jede Richtung. Was ist mit Spaß? Oder so. Ja, mir ist gerade nicht so nach Spaßen zumute, deswegen, ich hab's nur Delfino gesagt. Zack. Das auch als Stein? Oder? Würdet ihr zur Kuppel Lehm nehmen? Dazwischen? Ja. Sieht doch bestimmt schick aus, oder? Oh, das war knapp. Da schon wieder abgestürzt. Nö, hier unten haben wir extra Wasser hingelegt, dass wir da schnell runterspringen können. Zack, zack. Dann nehme ich den ungebrannten, das sieht dann am besten aus. Zack. Ich wollte das Wasser ja schon entfernen. Noch nicht. Böse. Mal kurz meine Death Points ausmachen. Beziehungsweise löschen. Zack. Und zack. Schon fleißig gebaut, ne? Huch. Huch. Noch Leute, wa? Die kommen wollten? Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt ja so in der Endrunde. Genau, die anderen sind schon wieder weg. Ah, alles klar, okay. Weil ich ein bisschen spät dran ist, ja richtig. Ja, ist ja kein Schlimm, ist ja nicht schlimm. Nö. Das ist so, war so ein fliegender Wechsel. Ja. Weiß nicht, wir wollen mal nachher auch noch was anderes machen, weil so langsam wird mir das mit dem Turmbau hier ein wenig langweilig. Der muss fertig werden. Der muss fertig werden, ne? Genau. Es geht so lang, bis er fertig ist. Das wird ja noch eine Aufgabe und ich habe noch nicht mal mit meinem Apartment begonnen. Da, das kannst du auch später machen. Beziehungsweise, ich habe eigentlich schon begonnen, aber nun gut. Zack, zack. Zack, zack. Ja, wo kann ich denn mithelfen, Ansiedler umsetzen? Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen beim Abreißen hier auf der Etage bei mir hier. Ne? Hat ja noch eine Axt für mich über, meine ist nämlich kurz vorm Zusammenbrechen. Unten ist Eisen drin. Meine ist gerade zerbrochen, ist eh runter. Warte, ich kann dir eine geben. Perfekt. Ich danke dir. Bitte. Meine hält glaube ich noch zwei Schläge aus, dann ist sie glaube ich kaputt. Zack, zack. Hi. So, bist du oben, Enrico? Jetzt bin ich gerade unten. Okay. Wo muss ich denn hin? Auf welcher Höhe? Ja, am besten, warte, am besten einfach mal. Ich komm grad. Gut. Hab mir eben auch nur noch eine Axt gemacht. Meine ist der Sprung. Zack. Und zack. Uiui, Gegenverkehr. Ich kann nicht bremsen. Am besten jetzt mir folgen. Warte. Ach ja, ja. Ja, zack, zack, ja. Zack. Ja, ich glaube schon. Nein, runter. Yeah, oder auch so, ja. Hier unten drunter ist noch abzubauen, das ist so eine Zwischenetage, müssen wir uns mal kurz runter. Meine Zwischenetage, so irgendwie hier so. So. Wird alles abbauen? Moment, nein, das ist gar nicht meine Zwischenetage. Moment, ich muss mal.